Ja, schön, dass du wieder am Start bist. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf ein ja wirklich geniales Special hinzuweisen. Und zwar werde ich in den kommenden Tagen einen Local SEO Guide quasi veröffentlichen, in Form, wie ihr das immer kennt, als Podcast, aber auch natürlich als Zusammenfassung im Blog auf digitales-unternehmertum.de. Solltet ihr Fragen haben, habt ihr jetzt die Möglichkeit, in den nächsten ein, zwei Tagen diese Fragen unterhalb dieses Videos zu posten, ob bei Facebook, YouTube, je nachdem, wo ihr das Video seht. Ziel ist es wirklich, einen umfangreichen Guide quasi zu entwickeln, der euch ja nicht nur darüber aufklärt, warum Local SEO, also lokale Rankings bei Google, so elementar wichtig geworden sind, sondern er soll euch auch zeigen, worauf ihr achten müsst. Das heißt also, wie ihr Step by Step im Grunde genommen zu einer lokalen Präsenz bei Google kommt und wie wichtig das ist, insbesondere für ja, regional tätige Unternehmen, ob Einzelhändler, Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, egal wer regional tätig ist, muss eigentlich heutzutage ja, lokal präsent sein, denn es gibt verschiedene Studien von Google selbst, von anderen Anbietern, die ja mittlerweile bescheinigen, dass natürlich die lokale Suche immer wichtiger wird, weil man eben auch mit dem Mobiltelefon oder mit dem mobilen Device mehr und mehr unterwegs ist, das als ja als quasi als Local Guide immer mehr einsetzt und somit natürlich auch nach Produkten, Dienstleistungen, Restaurants und Ausschau hält. Und Studien zeigen sogar, dass viele der mobilen Suchanfragen noch am gleichen Tag, die lokal irgendwo etwas in einer City oder sonst wo suchen, auch dieses Geschäft noch betreten. Also eine ganz, ganz interessante Entwicklung, die man nicht vernachlässigen darf. Und deswegen habe ich mich entschlossen, in ja wenigen Tagen einen solchen Local SEO Guide quasi aufzulegen, zu produzieren. Und ich bin gespannt, ob ihr dabei seid. Wenn ihr diesen Local Guide und auch alle anderen Podcasts oder interessanten Artikel vom digitalen Unternehmertum nicht mehr verpassen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt in unseren Newsletter eintragen. Der ist völlig kostenfrei, und es kommen auch nur dann News, wirklich, wenn es etwas zu berichten gilt, unter digitales-unternehmertum.de/newsletter könnt ihr euch kostenlos mit eurer E-Mail eintragen. So, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns in wenigen Tagen.